Hallo zusammen, Meier3007 hier. Herzlich willkommen zum 6. Adventskalender-Türchen, heute am Nikolaussonntag. Heute gibt es einen etwas längeren Vlog von mir, denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, bin ich Pfadfinder. Und bei uns im Treffpunkt, also in dem Gebäude, wo wir uns immer treffen, gibt es eine riesengroße Fotowand, wo man sich nochmal an die ganzen alten Kämpfe zurückerinnern kann. Und diese Erinnerungen möchte ich heute mit euch teilen. Sprich, ich möchte euch von den Camps erzählen, die ich bisher so mit den Pfadfindern erlebt habe. Ich war schon auf sehr vielen Camps dabei. Ich war dabei 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 12, 13, 2014 und 2015. Sprich, ich hatte dieses Jahr mein 8. Ranger Camp. Beginnen möchte ich mit meinem ersten Pfadfinder-Camp aus dem Jahre 2004. Hier, das war der schöne Camp-Aufnäher von damals. Denn zu jedem Pfadfinder-Camp gibt es den passenden Camp-Aufnäher. Ich habe mir alle aufgehoben. Mein allererstes Ranger-Camp. Es war Pfingsten 2004, da waren wir am Fluss am Regen. War ein sehr schöner Platz. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich da war, wie es zum ersten Mal wegging aus dem Camp. Da habe ich auch meinen Vater besucht auf diesem Campplatz und hat auch Fotos gemacht. Hier zum Beispiel. Hier, dieser Teamplatz, den ihr hier seht, das war unserer. Der hier. Das ist alles selbst gemacht. Alles mit Schnüren zusammengebunden. Denn wir Pfadfinder haben keine Nägel oder Schrauben. Bei uns wird alles geknotet und gebunden. Ja. Das langgezogene hier mit der Plane, das war quasi unser Essplatz. Und dahinter sieht man auch gleich unser schönes Schlafzelt noch. Dann habe ich hier noch ein Foto. Kennt ihr denn den kleinen Mann, der da unter dem Eingangstor zum Teamplatz steht? Ihr werdet lachen. Das war ich. Der kleine Steppke war ich damals mit, jetzt lass mich mal kurz überlegen, 12 Jahren. Die Erinnerung, die Bilder schaue ich mir immer noch gerne an. Darüber steht übrigens Achtung Luchsbau, weil ich eben damals im Team der Luchse war. Und hier oben ist unser schönes Teambanner auch nochmal zu sehen. Ein sehr, sehr schönes Camp. Wir waren damals mit den Pfadfindern aus Regensburg und Grafenau unterwegs. Dann ging es mir eine Zeit lang nicht so gut. Ich hatte ein paar Probleme. Darum habe ich auch 2 Jahre lang die Ranger Camps pausieren lassen. Was mich jetzt im Nachhinein immer noch ärgert, da ich da einiges versäumt habe. Aber im Jahr 2007 war ich wieder auf einem Ranger Camp mit dabei. Hier, wir sind auch christliche Pfadfinder, darum hieß das Thema damals Auf den Spuren Josefs. Und das Camp ist mir noch in bester schlechter Erinnerung geblieben. Denn auf diesem Camp, da sind wir ja dermaßen derbe abgesoffen, das war nicht mehr normal. Da hatten wir nämlich 3 Tage Dauerregen schönster Sorte. Ein richtig schönes Sauwetter war das. Da kann man sich ja vorstellen, wie so ein Wiesenplatz nach 3 Tagen Dauerregen aussieht. Es war eine einzige große Schlammgrube. Wir waren da zum Glück in der Nähe eines Bauernhofes. Denn viele Schlafplätze der Kinder haben wir dann eben aus den Zelten in die große Scheune wechseln müssen, da in den Zelten bereits Land unter war. Und in dieser Scheune hat auch der tägliche Appell stattgefunden. Muss ich jetzt auch kurz erzählen, wie so ein Camp-Tag normalerweise abläuft. Also wecken, dann kann man sich eben frisch machen, duschen und im Vormittag ist dann ein großer Appell. Da versammelt sich das ganze Camp dann eben, da kriegt man Infos, was an dem Tag noch alles ansteht, da werden dann gemeinsam Lieder angestimmt und noch einiges mehr. Und eben dies und dann das ist normales Tagesprogramm und abends trifft man sich dann eben nochmal das ganze Camp zur Abendveranstaltung. Auf vielen Camps ist es so, dass es ein Theaterstück gibt, das dann jeden Abend weitergespielt wird, aber dazu erzähle ich euch dann später mehr. Und wie gesagt, die Appelle auf diesem Camp 2007 waren dann auch in dieser großen Scheune. Und ihr werdet lachen, das Lied, was auf dem Camp am meisten gesungen wurde, war Weine nicht, wenn der Regen fällt. Das war wirklich witzig. Draußen schüttet es, was es nur schütten kann,
Und wir trällern alle ganz laut: Weine nicht, wenn der Regen fällt. Und auf diesem Camp, da gab es noch eine sehr lustige Geschichte. Waren nämlich ziemlich viele Pfadfindergruppen, über 10 meines Erachtens. Und bei einer ist ein Zeltdach schon so durchgehangen, weil so viel Wasser oben im Dach drin war. Und dann ist der Stammleiter persönlich, also der Chef in dem Stamm quasi, hergekommen, hat einen großen Stock genommen und wollte das Wasser wieder rausdrücken. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich schon denken, was jetzt kommt. Der Stock ist durchgebrochen und er hat durchgestochen durch das Zeltdach. Ja, gab eine minimale Dusche. Aber das Schlimmste für ihn war natürlich der ganze Spott, den er sich nach dieser Aktion gefallen lassen musste. Ich weiß noch genau, ein Freund von mir ist dann zu mir gelaufen gekommen und hat gefragt, ob ich denn schon von dem Dachschaden, der dieser Pfadfinder gehört habe. Ja, das war lustig. Ich bin auf diesem Camp auch 2 Tage vorher mit meinem Freund wieder abgereist, also vor offiziellem Campende, und ich war wirklich froh, aus dieser Schlammgrube wieder rauszukommen. Obwohl, wie ich gehört habe, die letzten Camptage dann doch wieder schön gewesen sein sollen. Aber so ein Camp brauche ich bitte nicht nochmal. Dann kam eins meiner bisher absoluten Lieblingscamps, nämlich 2008 unter dem Motto Meisterwerke. Es war so schön. Hier seht ihr auch den wunderschönen Campaufnäher von damals. Da ging die Campstory rund um den jungen Michelino, ein Malergeselle aus Florenz, der bei einem berühmten Maler angeheuert wurde, dort aber mit viel Neid und Ärger und seinen Kumpanen zu kämpfen hatte, sich aber am Schluss dann doch durchgesetzt hat. Es war eine wunderschöne Campstory. Mein Teamleiter, der war damals eben der Ausbilder dieses Malers. Es war richtig schön gemacht, dieses. Und wie gesagt, dieses Theaterstück wurde dann Abend für Abend weitergeführt. Jeden Abend gab es einen neuen Teil dann zu sehen. Auf diesem Camp gab es sogenannte Gilden, bei denen man in die Lehre gehen konnte. Es gab eine Floßbauergilde, wo eben, wie gesagt, ein Floß gebaut wurde. Dann gab es, glaube ich, eine Alchemistengilde, die Seifen gemacht haben, eine Schmuckgilde. Ich weiß natürlich nicht mehr alle, aber ich weiß genau, ich war damals in der Bäckergilde dabei. Und unser Meisterstück, das wir am Schluss gemacht haben, war ein Pfadfinderstern aus Salzteig, der dann jedem teilnehmenden Stamm überreicht wurde. Und da gab es auch eine lustige Szene. Am Ratslagerfeuer war das. Es ist immer das ganz große Lagerfeuer kurz vor Ende des Camps. Das ist immer richtig toll. Da wird mit einem ungefähr 10-minütigen Schweigemarsch zu dem Platz marschiert, wo das Ratslagerfeuer dann aufgebaut ist. Und wir sitzen dann alle so am Feuer. Plötzlich fängt es zu regnen an. Und ich und meine Teammitglieder schauen uns an. Hat denn eigentlich irgendjemand unser Zeltdach wieder zugezogen? Da sind wir aber schnell geworden. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie zum Campplatz zurückgesaust und habe dann das Dach wieder zugemacht. Aber das absolute Highlight auf diesem Camp 2008 war unbestritten der Maulwurf, den wir unter einem Zelt hatten. Das werde ich nie vergessen. Denn das Vieh hat uns unter einem Zelt zu buddeln angefangen. Dann ist bei einer die Isomatte immer so in die Höhe gesprungen, weil unten der Maulwurf gearbeitet hat. Ausgesehen hat es, wie wir das Zelt dann abgebaut haben. Lauter offene Gänge in der Erde. Der Maulwurf wird sich wohl auch gedacht haben: Sag mal, warum komme ich denn hier nicht mehr raus? Wir haben schon gesagt, hat er mit der Schaufel raufgeklopft. Das war nicht schlecht. Und wie gesagt, auch bisher eins meiner absoluten Lieblingscamps. Dann 2009, Motto Die Gefährten. Das war auch sehr schön. Da waren wir zum ersten Mal in Nittenau bei Regensburg, wo ich dieses Jahr bereits zum dritten Mal auf einem Camp war. Da an dieses Camp habe ich aber leider nicht mehr so viele Erinnerungen. Camp Story war irgendwie, dass eine Prinzessin oder irgendjemand entführt wurde und dann mehrere Gefährten sich zusammengetan haben, um sie zu befreien. Ging es auch manchmal ums Thema Freundschaft und Zusammenhalt in dieser Gruppe. Es war auch wieder so ein Theaterstück, was jeden Tag fortgeführt wurde. Es war im Sommer und ein wunderschönes Camp, finde ich auch.
Mehr kann ich dazu jetzt leider nicht erzählen, weil ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, was da war. Aber es war nicht schlecht. Dann auch ein tolles Camp. 2010 unter dem Motto Ehrenwort. Da ging die Geschichte, die weiß ich jetzt auch noch, rund um Ritter Arne den Zuverlässigen, glaube ich, hat er geheißen, oder der Tapfere. Zwar spielte dieses Theaterstück dann im Mittelalter. Zwar mussten die Ritter damals, also die Knappen, mussten eine Schweigenacht noch absolvieren, bevor sie zum Ritter geschlagen wurden. Da wurden sie in einer kleinen Kapelle eingeschlossen und mussten die ganze Nacht schweigend darin verbringen. Hätten sie diese Schweigenacht abgebrochen, wäre die Chance, Ritter zu werden, ein für alle Mal futsch gewesen. Doch mitten in der Nacht pocht es heftig an die Tür und jemand ruft um Hilfe. Ritter Arne zaudert natürlich, entschließt sich aber dann doch, dem Mann zu helfen. Das Camp war auf dem gleichen Platz, wo wir auch 2004 auf meinem ersten Camp waren. Da hatten wir auch ein kleines Wasserbecken, so eine Art Mini-Pool dabei. Das weiß ich noch. Es sind nämlich auch eine andere Pfadfindergruppe bei uns auf Besuch vorbeigekommen. Da haben ein paar Jungs diesen Pool gesehen, sich kurz zugenickt und dann ein Mädchen, der eine hat es am Kopf und der andere an den Beinen gepackt. Ja, die hat ein unfreiwilliges Bad genommen. War auch sehr, sehr schön, dieses Camp. Ein absolutes Highlight auf den Camps ist ja für mich immer, wenn dann am Abend am Lagerfeuer noch irgendjemand die Gitarre auspackt. Ach, das ist immer eine richtig schöne Stimmung dann am Lagerfeuer. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch eine Playlist mit Pfadfinderliedern unten in der Infobox. Hört da einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Dann 2011 habe ich ein Jahr Pause gemacht mal wieder. Dafür war ich 2012 und bei dem Camp Heroes dabei. Das war auch wieder in Lichtenau am Regen, wo wir bereits 2009 mit den Gefährten waren. War auch ein sehr schönes und gemütliches Camp. Wir waren da mit drei oder vier Pfadfindergruppen da. Ja. Da habe ich jetzt das erste Mal den Campbericht geschrieben. Denn ich bin in unserem Pfadfinderstamm für die Berichterstattungen immer zuständig. Da hat es natürlich auch wieder verschiedene Workshops und Sachen gegeben, die man machen konnte. Ein Highlight aus diesem Camp fallen mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr ein. Aber auch sehr schön. Entschuldigung. Jetzt der Kitz wieder. Dann kam ja 2013. Damals war ich ja auch schon Booktuber und hatte euch ja angekündigt, dass ich einen kurzen Gruß vom Camp drehen werde. Aber leider, leider kam nach dem dritten Tag oder zweiten Tag bereits wieder ein Gruß von mir zu Hause. Und das war ja das verdammte Camp, wo ich diesen Hitzeschlag bekommen habe. Das war wirklich super, natürlich. Am zweiten Tag bin ich krank nach Hause gekommen, weil ich diese Hitze einfach nicht vertragen hatte. Darum kann ich jetzt auch nicht mehr davon erzählen. Aber das war natürlich ein absolut negatives Highlight. Dann kam 2014, das riesengroße Bundescamp der Wall Ranger. Ich denke, da habe ich schon viel genug erzählt. Auf jeden Fall, das war ein absolut gigantisches Erlebnis. Mit 14.000 Pfadfindern auf dem Campplatz in Neufrankenroda bei Thüringen. Neufrankenroda bei Gotha in Thüringen, so rum. War Wahnsinn, was da abging. Das Campgelände hat sich über 1 Kilometer in die Länge gezogen und ich bin ja einmal außen rum gelaufen und da war ich eine Stunde dann zu Fuß unterwegs. Und das größte Highlight waren da natürlich die gigantischen Abendveranstaltungen in der Burg. Das war eine Art Stadion, also in Gerüst, das eine Spezialfirma nur für dieses Camp in Gerüstbauweise hochgezogen hat, wo alle 14.000 Mann Platz hatten. Aber über dieses Bundescamp habe ich schon in vielen anderen Videos erzählt und auch schon eine kurze Bilderschau hochgeladen.
Die werde ich euch auf jeden Fall auch noch unten in der Infobox dann verlinken. Und dieses Jahr waren wir zum dritten Mal in Lichtenau am Regen. Disciples, sprich Jünger, war das Motto. Dieses Jahr war es eine wahre Hitzeschlacht. Fast täglich 30 Grad und mehr noch. Boah. Außer im Schatten hat es dann nirgends ausgehalten. Ich habe ja da in der Küchenmannschaft mitgeholfen, die Getränkekanister wieder aufzufüllen. Wir konnten auch gar nicht so viel nachschütten, wie da weggetrunken wurde. Einer aus unserem Pfadfinderstamm hat mal den treffenden Vergleich mit einem Durchlauferhitzer getroffen. So kann man es auch sehen. Aber das war brutal, wie heiß es da war. Und wir mussten uns da auch mit ziemlich vielen Wespen noch rumärgern auf diesem Camp. Und das war jetzt eigentlich auch schon meine kurze Rückschau auf alle Pfadfinder-Camps, die ich bisher erlebt habe. Ich bin ja jetzt schon 11 Jahre lang Pfadfinder. Und ich bereue es keine Sekunde, dass ich da dazu gegangen bin. Denn es war wirklich wunderschön jedes Jahr auf diesen Camps. In 2016 werde ich wahrscheinlich nicht mit aufs Camp fahren. Da wäre Europalage in Polen und es ist mir doch ein bisschen zu weit. Aber ich denke mal, 2017 bin ich wieder mit von der Partie. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns an der Krippe dann wieder. Meier 3007. So, hier sind wir jetzt an der Krippe und jetzt seht ihr auch mal die ganze Szenerie nochmal schön von oben. Denn ich habe jetzt die Kamera in der Hand und nicht mehr auf dem Stativ, da ich vom Stativ her nicht den richtigen Winkel erwischt habe immer. Ja, und die heutige Figur ist auch schon an ihrem Platz. Da hinten im Eck liegt jetzt nämlich ein zweites Schaf in der Krippe. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da hinten im Eck jedenfalls, das Schaf ist heute eingezogen. Und wir sehen uns dann morgen zu Türchen Nummer 7 wieder. Da gibt es dann mein Video zum großen Booktuber-Gewinnspielkalender. Also seid gespannt und bis morgen. Ciao!